Hallo zusammen und herzlich willkommen hier bei einem neuen kleinen Projekt. Ich spiele mit euch oder für euch King's Road und das ist ein Free-to-Play-Browser-Game. Und da das mal was anderes ist als die klassischen Browser-Games, dachte ich mir, nehme ich euch mal mit, wir zocken einfach mal eine Runde. Und wir befinden uns hier direkt in der ersten Mission, im Tutorial sozusagen. Und wir sollen hier die Banditen angreifen. Bam, bla bam. Ja, das ist alles hier kein großes Problem. Ja, dann helfen wir mal, ihren Ehemann zu rächen. Können wir hier irgendwas aufsammeln? Nee, das ist auch schon tot. Und da ist Deadwood Crobian. Und ich habe Sir Caleb gerettet. Und das war schon die erste Mission. Ging ja doch recht schnell, das Ganze. Und schauen wir mal weiter, wo uns die Reise hier hinführt. Das Ganze soll euch einfach mal einen ersten Einblick von dem Spiel geben. Vielleicht habt ihr ja Bock, dann auch weiter zu spielen. Da ich selber noch nicht weiß, ob ich das jetzt weiterspiele, ob das jetzt nur eine einmalige Sache wird, haue ich es nicht in die angezockte Reihe, sondern als eigenständiges Projekt. Und wir sollen eine Klasse auswählen. Ich habe Bock auf Bogenschützen. Und hier können wir unsere Fertigkeiten erlernen. Salve. Zack. Okay, wir sollen die Händler retten und fangen hier auf dem Jagdweg an. Auf normal, weil mehr können wir noch nicht. Wir müssen die erst durchspielen. Das Schöne an dem Spiel ist, man kann es auch in einer Gruppe spielen oder ähnliches. Man ist da gar nicht gebunden, das alleine zu spielen. Erstmal werde ich es allein spielen. Vielleicht findet sich der eine oder andere ja von euch, der sagt, hey komm, wir zocken da jetzt mal eine Runde. Dann können wir das gern tun. Vielleicht, macht es ja dann auch mehr Spaß als alleine. Obwohl, momentan ist es halt ein typisches Hack'n'Slay. Der eine oder andere weiß ja, dass ich gleich Diablo 3 gespielt habe oder auch spiele. Man momentan spielt nicht. Und für zwischendurch, man muss nichts starten, also nichts installieren. Man kann einfach loslegen. Das ist schon ganz cool. Daher bin ich dazu versichert, dass ich das immer mal wieder spielen werde. So, und da sind wir auch schon Stufe 2. Das geht natürlich recht schnell. Und weiter geht's. Aufmerksam auf das Spiel bin ich schon länger. Ich konnte mich ehrlich gesagt noch nie dazu durchringen, das Spiel zu spielen. Aber ich habe gerade so ein Loch, weil ich warte, dass es morgen wird. Klingt jetzt doof, aber ich warte, dass morgen Wildstar rauskommt und dass ich das auch mit euch spielen kann. Aber bis dahin muss man sich ja irgendwie schon die Zeit vertreiben. Und warum nicht sowas Kleines mal anfangen? Wir haben 5 Edelsteine bekommen und haben das Level auch schon abgeschlossen. Ich muss ganz kurz hier mal die... Ah, wir haben den Händler freigeschalten. Das ist der Laden. Stärkungen und da können wir Nahrung kaufen. Sehr schön. Ich wollte ganz kurz in die Option. Wenn nicht, dass ich mal hier endlich könnte. Jetzt. Ich habe das Problem, dass wahrscheinlich von der Grafik her ich das theoretisch schon schaffen würde, aber meine Leitung das nicht ganz mitmacht. Ich hatte hier ein paar Ruckler drin. Also, wir müssen jetzt noch mit Sir Caleb sprechen und einen Fertigkeitspunkt verteilen. So. So, jetzt müssen wir weiter voranschreiten
denn wir müssen die Calmwater Brücke reinigen. Und es lädt noch. Markus Deadwood ist der älteste und grausamste der drei Brüder. Na ja, dann wollen wir mal schauen, wie grausam er wirklich ist. Jetzt läuft es auch durchaus. Ja, das mit dem Anklicken ist nicht ganz so. Also ist schon einfach, aber sobald er sich noch bewegt. Naja, gedrückt halten, das geht. Okay. Und da haben wir noch dünne Handschuhe. Und etwas Gold. Und wir können übrigens hier unsere Gegenstände anlegen. Und alles mit einem Pfeil verstärkt uns wahrscheinlich, so wie es aussieht. Dann gehen wir mal weiter. So, die Wölfe sind auch Geschichte. Ich glaube, umso bessere Leitung ist, umso mehr Spielspaß hat man natürlich dabei, wenn es rein über die... Ich kann ja auch mal da kurz auf dem zweiten Monitor. Na. Hallo. Ich hab da nämlich noch was laufen und ich krieg's gerade nicht geschlossen. So, machen wir es halt so. Vielleicht läuft es dann ja auch etwas besser. Ich gucke nämlich nebenbei immer Livestreams. Die saugen natürlich auch an der Leitung. Kann man einfach lassen. So. Da geht das Huhn drauf. Und jetzt haben wir wahrscheinlich schon... da ist schon der Endgegner. Schauen wir mal, ob wir noch was ausrüsten können. Nein, können wir nicht. Okay, dann Salbe ausrüsten. Schon mal angreifen mit der Salbe. Salbe, nicht Salbe. Oh. Und dann geht es weiter, aber... Da war's das schon. Level beenden. Einen kritischen Treffer haben wir gemacht. Sehr schön. So. Und da haben wir schon sogar die zweite Mission erfolgreich abgeschlossen. Jetzt sollen wir wieder in den Laden gehen und Dunkelbier kaufen, um unsere Mana, falls wir sie dann mal leer machen, wieder auffüllen zu können. Dieser Global Chat, ich will den nicht. Naja, egal. Und wir haben Streuschuss bekommen als neue Fertigkeit. So, und dann sollen wir jetzt den cleversten der drei Brüder zunichte machen. In der Deadwood-Feste spielen. Zulassen. Vom Setting her scheint momentan das alles relativ gleich oder ähnlich zu sein. Ah, okay, das ist so ein AOE-Angriff. Mal schauen, ob wir dann auch später noch einen Bogen bekommen, wo wir weiterschießen können vielleicht. Oder wie sich das Ganze entwickelt hier von dem gesamten Aufbau des Spiels. Ob man grinden muss. Ich bin gespannt. Ich meine, irgendwie muss ich das Spiel ja auch finanzieren.
So. Lass mich mal interessieren, würde, gibt's unter euch Wildstar-Spieler oder Kingsword-Spieler oder... Ja, wie findet ihr es bereits bisher, das Spiel? So, könntet ihr euch vorstellen. Da mitzumachen. Wie gesagt, ich suche immer nach fleißigen Mitspielern. Denn alleine macht es nur halb so viel Spaß, wie wenn man zu zweit spielen oder zu dritt oder zu viert spielen könnte. So. Gegner, aber selbst die sind keine große Herausforderung. Hey, also ist noch sehr entspannend. Na gut, wir sind auch noch sehr, sehr weit am Anfang. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier nicht zu viel Schaden kriegen. Und eventuell eine Rübe schlucken müssen. So. Aber wir haben es geschafft. Haben das Level abgeschlossen. Und haben 60 Gold dazu begonnen. So, schauen wir mal, was unsere nächste Aufgabe ist. Ich habe Erfolge freigeschalten. Schließe alle Deadwood-Banditen. Karten im normalen Modus ab. Zack, abgeholt. Und dann haben wir eine neue Quest. Wir sollen Magnus den Schmied finden. Aber Leute, weißt du was? Ob wir Magnus finden und wo wir Magnus finden, das seht ihr einfach mal in der nächsten Folge. Bis dahin wünsche ich euch was. Auf Wiedersehen.